Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play OMSI 2. Heute mal wieder von der Karte Städtedreieck V2. Heute fahren wir nämlich eine Linie, die kannte ich vorher noch überhaupt nicht. Die habe ich durch Zufall gestern mal gefunden. Wir fahren nämlich heute mal die Linie 64. Hier oben steht sie. Die fährt in 3 Minuten mit dem EN02, also einem Citaro 3-Türer. Genau, der hat hier nämlich diesen großen Motorkasten in der BVG-Ausführung. Genau, den hat nämlich Morphy, also mit dem neuesten Morphy Sound Update natürlich, ist ja klar. Denn Morphy hat hier inzwischen ein bisschen Bus gemoddet. Hat hier sogar BVG-like die zweite In-Matrix eingebaut. Zweite In-Anzeige. Und wir haben jetzt sogar eine LCD-Matrix hier drin. Das Einzige, was noch fehlt, ist hier hinten so eine breite Heckmatrix. Aber das kommt sicherlich auch noch. Aber das macht schon mal Spaß, den Bus so zu fahren. Vor allem auch so mit realen Sounds eigentlich. Und von daher würde ich sagen, wir starten gleich mal. Wir haben schließlich nicht allzu viel Zeit, ne? Ja, noch circa 3 Minuten haben wir. So, Elektrik ist schon mal an. Wir könnten auch schon mal hier in den Almax unsere Route eintippen. Das ist die 64 auf der Route 1. Wir haben zum Glück nur eine Route, denn wir fahren heute eine Ringlinie. Die 63 und die 64 haben nämlich eigentlich sozusagen den gleichen Weg. Nur dass die fahren halt im Uhrzeigersinn sozusagen, ne? Wie, was ist das denn? Ist ein Solaris, der irgendwie nicht mehr angezeigt wird. Interessant. Ja, die fahren, also das sind Ringlinien, die fahren, also die eine fährt im Uhrzeigersinn, die andere entgegengesetzt. Und somit hat halt jede Linie nur eine Route, ist ja irgendwo klar, ne? Gut. So, dann, na gut, Motor machen wir erstmal noch nicht an. Wir machen erstmal einen Fahrplan. Wir brauchen einen Fahrplan. Wir fahren die 64, 34, 66, 25, 64, da haben wir sie. Hat eigentlich die, was ich mal kurz gucken möchte, hat die 73 hier auch im Fahrplan irgendwo. 43, 34, 86, 62, 31, 62, 66. Hier haben wir Pause. Das dürfte die 73 aber sein. Ne, doch nicht. Doch, hier. Das wäre die 63. Okay, gut. Wir fahren aber, wie gesagt, die 64. Muss ich nochmal kurz raussuchen. Haben wir aber gleich. 64, hallo. Da. So. 14:36 haben wir Abfahrt. Gut. So, dann machen wir die Hilfspfeile noch an. Die kenne ich ja noch nicht. Und dann können wir mal Motor starten, denke ich mal. So, Motor ist an. Dann brauchen wir noch den Vorwärtsgang, der wäre ganz praktisch irgendwie. So, können wir schon vorfahren oder nicht? Ja doch, kommt, wir fahren mal vor gleich. Ja doch, wir fahren vor, wir haben schließlich mehr viel Zeit übrig. Achso, Feststellbremse natürlich raus, ja. So, dann fahren wir mal vor. Boah, jetzt rennt die mir direkt von Bus hier. Na komm, lauf rüber. Ey, klar. Warum nicht, ne? Ich hab ja Zeit. Ich hab ja Zeit. So. Dann sind wir jetzt auch an der Anfangshaltestelle sozusagen. So, quittieren wir gleich mal. Dann können die Leute auch wieder einsteigen. Beziehungsweise jetzt einsteigen. So, genau, einmal rein hier. Wir fahren übrigens, also wir starten jetzt hier am Nordbahnhof. Wir sehen, Nordbahnhof ist auch das Ziel. Dann fahren wir jetzt über die Oststadtgalerie, über den Hauptbahnhof und kommen zum Schluss lustigerweise wieder hier an. Ich finde den, also ich bin gespannt, was wir so für einen Weg fahren. Es wird, glaube ich, ganz interessant. Ja, Mikro läuft. Perfekt. So, dann können wir auch eigentlich direkt losfahren, oder? Haben wir schon Abfahrt? Ja, doch, wir haben Abfahrt. Okay, gut, wir fahren los. So, alle Linien rechts steht dort. Also fahren wir mal rechts. So, hier halten wir nicht. Hier kann man durchfahren. Da waren wir ja gerade schließlich.
jetzt wird es auch direkt wieder enger hier. Taschapool, Nordbahnhof, Nordeingang. Wie jetzt? Da sind wir jetzt aber noch gar nicht. Ich denke, wir sind jetzt erstmal alte Schulstraße. So, ich denke, wir bremsen gleich mal ab hier. Wir müssen jetzt schließlich erstmal rechts auf die Hauptstraße sozusagen. Gut, da kommt nichts. Ah, wir können auch direkt rechts abbiegen hier. Na gut, vielleicht halten wir ja doch nicht an der alten Schulstraße an. Doch, doch, da ist eine Haltestelle. Aber da können wir, glaube ich, durchfahren, oder? Da steht schließlich niemand. Wartet mal. Ah, wir haben grün. Gut. Wir haben grün. So, na gut, hier will ja eh keiner einsteigen, also kann man tatsächlich mal vorfahren hier. So. Jetzt sind wir übrigens schon auf der neuen Route, ne? Also hier, das sind wir noch nicht gefahren, das heißt, ich bin hier noch nie lang gefahren. Jetzt hat er jetzt schon wieder vorgeschalten. Ja, tatsächlich. Da sind wir noch gar nicht. Eine bitte zurück. So, wir müssen rechts rein, ja. Ah, da haben wir endlich mal einen Fahrgast. Oder mal wieder einen Fahrgast. Ich denke, weil der Bus dürfte auch schon recht voll inzwischen sein. Naja, nee. Naja, eigentlich nicht, nee. So normal gefüllt. So. Also interessante Gegend. Also relativ eng die Straße zwar, aber irgendwie trotzdem noch. Also das sieht hier schon fast so ein bisschen vorstädtlich aus, weil. Also die Häuser sind ja nicht ganz so groß. Straße. Interessant eigentlich so. So. 30 Zone habe ich gesehen. Genau, wir dürfen nur 30 fahren. Dann haben wir hier eine Parkfläche für Autos. Oh, tatsächlich, ja. So. Und dann dürfen wir mal rechts abbiegen. Kommt da was? Nee. Dann biegen wir mal rechts ab. Ach du Scheiße. Da dachte ich mir auch gerade so, hier, was für eine enge Straße. Wie bekloppt sind die eigentlich, uns hier mit dem Bus durchzuschicken? Aber anscheinend ist es nicht mal Einbahnstraße, ja? Also uns könnten hier auch noch Autos entgegenkommen. Dieters Weg. Oh, jetzt treffen wir auf Dieter. Ja, guten doch. Ich wusste doch. Aber guck mal, Dieter, der ist freundlich, der grüßt sogar, ja? Der Dieter. Ist da Dieter da? Ja, da steht er da. So. Können wir uns eigentlich weiterhin auf die Gegend konzentrieren? Naja. Beziehungsweise auf die enge Straße. Aber guck mal, das ist hier so. Eine Art Waldsiedlung, oder? Also, Zugang zum Stadttheater. Ist schon recht schön gestaltet hier. Ist ja sowieso bei Städtedreieck so, die haben die Map tatsächlich ziemlich abwechslungsreich gestaltet, ja? Also, das muss man echt mal sagen. Deswegen ist Städtedreieck auch eine ziemlich tolle Map geworden. Hallo. Also, auch relativ beliebt, ne? Und was ich auch noch ziemlich cool finde, die haben hier relativ viel mit so Standard-Splines und so gemacht. Das mache ich ja momentan bei meiner Map auch so ein bisschen. Also, mir gefällt das Ganze. Schon mal großes Lob so, ne? Weil wir kennen die Map ja auch schon. Wir haben das alles schon gelobt, sozusagen. Ja. Jetzt möchten wir hier langsam aber mal abbiegen. So, na geht doch.
Gut, können wir rüber rasen eigentlich, ne? Genau. So, müssen wir links mal. Hier parken schließlich die Autos, da so reinzufahren. Das wäre jetzt nicht ganz so toll, zumindest nicht für den Bus. Können wir gleich mal auswärts fahren, beziehungsweise hier Abschleppwagen rufen oder so. Ja, können wir. Könnte der Bus erstmal schön repariert werden. Wenn wir hier so durchfahren und genauso ein Auto nach dem anderen mitnehmen. Okay, der nimmt meinen Gang nicht mehr. Das ist aber ganz schön frech von dem Bus jetzt, ey. Der hat gefälligst meinen Gang mitzunehmen. So. Hier mal diese E-Türen, ey. Uns wollte bisher noch keiner aussteigen, also anscheinend fahren wir heute richtig schön gemütlich, so dass sie sagen, go, wir bleiben hier mal. Gut. Finde ich schön, ja. So, jetzt überholen wir hier mal rechts. Das darf man aber gar nicht. Ah, kacke, da überholt er wieder. Zieht er wieder an uns vorbei mit seinem Mercedes hier. Aber wir sind doch auch ein Mercedes. Ja, das stimmt schon so. Das muss man zugeben, ja. So, gut. Hier will irgendwie keiner einsteigen, ne? Wartet mal, wir halten trotzdem mal kurz. Ah, da steht sofort dran. Gut. Also wir sind im Fahrplan. Nein, kack, jetzt. Jetzt habe ich aus Versehen den Motor ausgemacht. So. Das war nämlich der falsche Knopf. Da mache ich eiskalt mal den Motor so aus. Das kann man auch machen, ja. Es war fast schon so ein bisschen zu weit ausgeholt, ne? Eieiei. So, und gleich wieder links. Oh, jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's schön hier auf die Autobahn rauf, ja? Boah, geil. Das kriegen wir mit dem Bus noch gerade so. Boah, der zieht ab hier, ey. Und da gibt man nur noch 50. So. Oh. Ist aber auch interessant hier, ja. Also mal so. Ist aber unterirdisch zu fahren. Naja, fast schon unterirdisch. Nicht richtig unterirdisch, aber so fast, ja. Ah, jetzt wollen auch tatsächlich mal welche aussteigen. Wartet, da können wir gleich mal. So, und da geht die zweite Tür mit auf. Na komm, jetzt schließt sich endlich mal wieder. So. Ja, Mikro ist noch an. Sehr schön. Na was denn? Ich muss doch ab und zu mal checken, ob ich alles richtig mache. So. Gut, da wäre der Bahnhof übrigens. Es wäre noch cool gewesen, würde da jetzt irgendwie mal so ein Zug oder so rüberfahren jetzt noch. So gerade in dem Moment. Kommt, den VW, den holen wir jetzt aber noch ein, ne? Ah, wir können wieder 80 fahren. So. Gehen wir mal ordentlich Gummi hier. So, jetzt sind wir fast an 80 dran. Oha, jetzt haben wir es geschafft. Ist cool. So. Aber übrigens, was so meinen Kanal betrifft, ne, da, also ich weiß nicht, ob sie jetzt alle mitgekriegt haben. Ich habe da jetzt so eine kleine Änderung vorgenommen. Ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Ich versuche jetzt jeden Tag Transport Fever Let's Play hochzuladen. Um einfach dann während der Woche oder sonst wann mehr Zeit zu haben, um vielleicht was anderes aufzunehmen, falls ich dazu Zeit und Lust finde. Genau.
Mit dem Omsi-Let's Play zum Beispiel ist es so, da habe ich jetzt am Wochenende einfach mal wieder Zeit gefunden. Deswegen mache ich das gerade mal. Aber während der Woche sieht es halt öfters mal schlecht aus. Also lade ich lieber Transport Fever jeden Tag hoch, um halt sozusagen ein bisschen die Last runter zu haben. Ja, du musst Videos rausbringen, los, du machst ja gar nichts. Ja, so in der Art, ne? So. Genau, aber Omsi will ich auch beziehungsweise ich möchte jetzt nicht Transport Fever jeden Tag hochladen, sondern vielleicht in der Woche jeden Tag und am Wochenende lasse ich dann halt die Videos frei für andere Sachen, wie zum Beispiel Omsi-Editor oder so. Oder was weiß ich, vielleicht auch mal wieder Blender-Tutorial oder halt normales Omsi-Let's Play oder so. Also, ja, da müssen wir gucken, wie es läuft, ne? Aber halt, dass ihr so Bescheid wisst. Also in der Woche jeden Tag, also von Montag bis Freitag, immer um 14 Uhr, so Transport Fever und halt sonst was anderes, so mittendrin mal Omsi oder so. Aber was ich mir halt wieder wünsche, dass sie wieder Wünsche so auch in die Kommentare schreibt, ja? Also wenn ich nichts geplant habe, dann kann ich die Wünsche nämlich dann umsetzen. Das heißt, also ich habe meist nichts geplant. Ich stehe immer so, wenn ich Omsi spiele, stehe ich so vor der Frage, welche Linie fährst du jetzt und welchen Bus? Ach nee, nicht den schon wieder, den hast du schon so oft gefahren. Hast jetzt auch keine Lust drauf. Oder der Bus ist einfach scheiße zu fahren, den möchtest du ja jetzt auch nicht nehmen. Also, da könntet ihr mich schon so ein bisschen die Fragerei praktisch mit abnehmen, ne? Also, es wäre schon irgendwie cool, wenn ihr da wieder so ein bisschen praktisch auch die Arbeit mit übernehmt. Und mir praktisch eure Wünsche mal in die Kommentare mit reinschreibt. Hä? Ja doch, funktioniert alles. Wobei, wartet mal kurz. Funktioniert. So. Also, das nur so als kurze Info, ne? Also, was Richtung Kanal betrifft halt. Aber das wäre jetzt eigentlich auch nicht das Einzige, was so zu wünschen sozusagen zählt, sondern auch jetzt Omsi-Editor, halt, also das sage ich irgendwie tatsächlich fast jede Folge, dass ich gerne ein paar Wünsche von euch hätte, welche realen Sachen ich praktisch auf meiner Map mit einbringen soll. Also, ich sag mal, ganz frech jetzt nachahmen soll. es wird natürlich nicht dann aussehen wie in echt natürlich, sondern halt an das echte angelehnt sein. Also, wobei ich muss gucken, was möglich ist. Es gibt natürlich auch so reale Orte, da kann man dann einfach mal sagen, gut, da habe ich genau die Objekte für. Das kann ich sofort umsetzen und es gibt halt auch so Orte, die sind dann so kompliziert, da muss man sagen, gut, also hier das und das kann ich machen, beim Rest muss ich gucken, was ich so schaffe. Also, aber trotzdem brauche ich überhaupt erstmal Ideen, weil wenn die Ideen zum Map-Bau fehlen, dann sieht es überhaupt schlecht aus, ne? Dann kann man natürlich nichts machen und dann ist irgendwann die Map auch, ich sag mal, daran wird nicht weitergebaut, ne? Wäre ja auch schlecht. Also, schließlich wollen wir, denke ich mal, ich weiß nicht, ob ihr das auch wollt, aber ich möchte das eigentlich, wir wollen ja schließlich eine Community-Map aufbauen, ne? Eine Map, wo ihr natürlich auch mitbestimmen könnt und ihr euch halt mit auch selbst selbst verwirklichen könnt, halt etwas aus eurer Heimat oder so mit in die Map reinbringen könnt, dass ihr halt auch, wenn die Map dann später draußen ist, sagen könnt, oh, dafür bin ich verantwortlich oder so, oder sagen könnt, geil, da komme ich ja, man sieht genau, was hier, was aus meiner Heimat stammt, das finde ich ganz klasse.
dann hat ja auch jeder irgendwie so seine Lieblingslinie auf der Map. Und das ist halt so, das ist so das Schöne, sag ich mal, dran, an so einer Community-Map für mich. Dass halt auch die Leute, die halt wirklich mitgemacht haben und mir Ideen geschrieben haben, sagen können, oh, das hat er wirklich gut gemacht. Also da bin ich jetzt stolz drauf. Also derjenige, der halt eine Idee geschrieben hat, dass das wirklich umgesetzt wurde, dass er halt seine Idee da wirklich reingeschrieben hat, seinen Senf dazu gegeben hat und dadurch halt das zustande kam, ne? So in der Art, meine ich. Achso, gut. Wir müssen hier links rum jetzt. So. Dann nehmen wir mal Omalein mit. Omilein. Komm rein hier. Genau. So. Dann können wir eigentlich auch schon wieder abfahren, ne? Das heißt, wir können ja auch nochmal hier irgendwie so einen Screen machen. So, schön. Schönes Ding, ja. Übrigens, die Pants, beziehungsweise Zugang zum Tennis Morphys Sound Update oder halt nochmal, nee, Bus, den Bus stelle ich nicht nochmal rein, aber Link zum Mod, beziehungsweise zur Karte, beziehungsweise auch zum Paint, findet ihr dann in der Beschreibung. Wollte ich nochmal so erwähnen, für die Leute, die es manchmal nicht wissen, nicht, dass ich dann noch irgendwie Kommentare kriege, ja, wo gibt's denn den Bus oder das Paint zu downloaden, das würde ich auch gerne haben, steht alles in der Beschreibung. Also, versuche ich eigentlich immer so zu machen. Also mache ich auch immer so. Müsste man sich eigentlich auch schon dran gefühlt haben. Fast bei mir so, ne? Ja. Alles in der Beschreibung. Und, nochmal kurz den Wünsche einfach in die Kommentare schreiben, ja? Wie gesagt, würde ich mich drüber freuen, wenn ihr da was schreibt, weil ihr nehmt mir damit wirklich Arbeit ab, ne? Und damit hilft sich irgendwie jeder mal so, greift sich jeder mal unter die Arme sozusagen. Ist doch auch schon sowas, ne? So ein bisschen soziales Mitgefühl hier. Nein, Spaß. So, will hier eigentlich jemand aussteigen? Nee, will hier niemand aussteigen. Wir hatten zwar auch schon eine Minute Verfrühung, aber egal. Ich denke mal, durch die eine Minute kommt da jetzt nicht gerade noch ein Fahrgast zustande. So. Aber man sieht schon hier, dass die haben sich hier wirklich was einfallen lassen mit der Map, ja? Also hier, das erinnert mich gerade so ein bisschen wiederum an, naja, so Berliner, halt auf Berlin-mäßig hier so mit dieser Wand und der Brücke da. Jetzt würde da gleich eine S-Bahn oder so rüberfahren. So fast schon, ne? Kommt einem doch tatsächlich so ein bisschen bekannt vor, sag ich mal. Ja, da gesperrt für Doppeldeckerbusse, witzig. So, und schon dürfen wir wieder stehen. Na toll, jetzt sehe ich die Ampel nicht. Krass, da guck mal, da ist sogar eine Lampe so noch in die Wand reingesetzt, damit wir hier auch noch Licht haben. Beziehungsweise in der Nacht Licht haben. Momentan ist ja nicht Nacht. Noch nicht. Achso, Nachtbuslinien wollten wir ja mal fahren, so. Ha, jetzt weiß ich wieder, was wir machen wollten. Ah, ja gut. Abfahrt. So. Gut. Hätten wir eigentlich auch so fast geschafft, ne? So, müssen wir mal rechts auf die Spur rüber wechseln. Lassen wir jetzt die ganzen Autos überholen. So, wie viel dürfen wir hier eigentlich? 60 oder 50? Na, wir fahren jetzt einfach mal 60. Wenn wir es können. So,
So, hier haben wir nochmal Parkmöglichkeiten. Und das sieht fast schon aus wie so ein Bürogebäude hier rechts, ne? So relativ wichtig, relativ hoch. Ja doch, könnte Bürogebäude sein. So. Ah, jetzt sind wir übrigens, jetzt sind wir zurück auf der Linie der R56, da waren wir ja vorhin auch schon, wo wir dann auf einmal rechts auf die Autobahn raufgefahren sind. Genau. Guten Tag. So, was ich übrigens noch cool fände, wenn wir jetzt hier so eine Wechselmatrix hätten, ne? Wenn hier dieses überall ständig wechseln würde, so halt sich aktualisieren würde, je nach Stand der Haltestelle. Halt jetzt zum Beispiel wäre das nächstgrößte halt über Laupendal Hauptbahnhof oder so. Das wäre halt noch irgendwie cool, ne? So, alle Linien links. Gut, fahren wir links. Laupendal Hauptbahnhof. Seht ihr, jetzt sind wir da. Schon am HBF. Wie gewünscht. Naja, nicht gewünscht, aber wie erwartet. Wie erwartet. So. Können wir eigentlich inzwischen. Ah, der Notfall funktioniert inzwischen. Naja, machen wir jetzt aber nicht. Den brauchen wir gerade nicht. Das wäre nicht so praktisch, den zu betätigen. Da haben wir übrigens die R56, ja? Mit 0,7. Geil. Schick, schick. Der hat auch schon eine ganz schöne Fahrt hinter sich. Also, wir sind ja mal nach Oberkirchbach da gefahren. Wisst ihr das noch mit dem MAN da? Die Linie, die bin ich gestern übrigens gefahren. Die dauert tatsächlich so eine ganze Stunde fast. Also, die ist riesig. Also von daher, der hat wirklich ganz schön was an Weg hinter sich. So, wo bleibt er? Ah ja, kommt gerade hinter uns hergefahren. So. Da haben wir schon die Anforderungen drin. Hoffentlich kriegen wir gleich grün. Ich habe ja eigentlich immer nicht so wirklich Lust, so an roten Ampeln zu halten. Ah, aber wir bekommen gerade auch schon grün, wie wir sehen. Die halten schließlich an. Also, ja, da mal grün. Sehr schön. So, dann können wir hier jetzt mal ein bisschen langsamer fahren. Diese Poller hier rüber. So. Und wir müssen, wie es aussieht, einmal rum. Einmal wenden hier sozusagen. So. 66. Nein, eins weiter vor. Ah, da haben wir es. 64, jetzt haben wir es. Gefunden. Da sind wir jetzt aber noch nicht. So. Also, wir fahren mit der Linie eigentlich wirklich die wichtigsten Standpunkte aus Laupendal also ab. Finde ich. Und da kommt schon wieder ein Bus. Warum ist jetzt auf einmal mein Solaris kaputt? Warum zum Teufel? Funktioniert doch die ganze Zeit vorher. Warum jetzt nicht? Hä? Verstehe ich nicht. Wir haben ja noch 2 Minuten. Warum sagt mir das denn keiner? Gut, können wir uns eigentlich hier mal ein bisschen umgucken. Das ist unser toller Bus. Hier unten sogar schon der graue Zielstreifen so ab. Alles ist dieses scheiß Sparlack-Repair. Also dieser Kack-Sparlack, den da die BVG verordnet hat. Ich hasse das. Nee, wirklich, sieht sowas von scheiße aus. Nur dieses Gelb und das bis nach ganz oben gezogen. Also praktisch hier, wo das Weiße anfängt, da sogar noch mit Gelb hier oben bis hoch. Es sieht absolut kacke aus. Also, was die BVG dabei gedacht hat, will ich gar nicht jetzt wissen. So. Wow, unser O-Finanzierung, der ist aber ganz schön weit schon fortgefahren hier. Wartet hier gerade so auf Grün. Ja.
Und wie sieht es eigentlich mit dem Solaris aus? Steht der immer noch hinter uns? Jupp. Das Kind sitzt, die Frau steht und der Fahrer sitzt auch. Interessant, gucken wir uns das mal an. Hier, das sieht fast so aus. Schaut mal hier so, wenn man so von der Seite aus sieht, also so guckt. Aha. Die bekannte Raute von Merkel, ja. Dieser leere Blick. Achso, was ich mich übrigens schon immer gefragt habe, ist mir letztens mal so aufgefallen. Warte mal, mal gucken, ob ich das hinkriege. Na. Okay, der hat irgendwie keins, aber einige Omsi-Menschen haben tatsächlich ein Gebiss. Und da frage ich mich so ein bisschen, warum zum Teufel haben die eigentlich ein Gebiss? Wozu brauchen die ein Gebiss? Also da sind tatsächlich so Kiefer und sowas mitmodelliert. Das ist halt so ein kleines Rätsel für mich, ne? Wozu die verdammt nochmal Zähne und so brauchen. Weil, habt ihr schon mal einen Omsi-Mensch gesehen, der mit euch gesprochen hat? Also, nicht meine, so richtig Mund bewegt und so. Also, ich habe das irgendwie noch nicht gesehen. Von daher, wie gesagt, ich find's komisch. So, wir müssen rechts rum. So, jetzt können wir auch, ja genau, jetzt stimmt das hier mit Lache Straßen und so. Jetzt alles Paletti. So. Wir hätten natürlich auch wieder rechts fahren können, ne? Dann den ganzen Weg einfach mal zurückfahren. Auf der 63. Ne, haben wir jetzt eigentlich keine Lust drauf. So. Hier will tatsächlich keiner einsteigen, ne? Ah, schon wieder eine Station zu weit. Kommen die eigentlich da uns her, die Busse? Nee, irgendwie nicht. So. Na, wir fahren einfach mal, ne? Wir fahren einfach mal Richtung Nordbahnhof jetzt. So. Sind wir glücklich, genau. Naja, glücklich weiß man nicht so ganz, ne? Wer weiß, wie die Fahrgäste so ticken, ne? Also seid ihr glücklich? Ne, die sagen nichts. Ja, die wissen es selber nicht. Sorry. Manchmal muss man halt husten, ne? So. Noch rot. Hoffentlich bald grün. So. Da steht der Mercedes. Ah, so, jetzt kommt den roten Mercedes, den hängen wir doch locker ab. Ha. Kann gar nicht mit uns mithalten. So. Tja, aber er hat einen Vorteil, er muss keine Fahrgäste einladen, ne? So, genau, schön alle Türen auf hier. Passt schon, passt schon. So. Ah, schade, ich dachte, wir hätten gerade grün oder so. 63, 64, U-Turn. Also, ich glaube, das heißt drehen, oder? Genau, wir wenden jetzt einfach mal. Wunderbar, wunderbar. Stadthalterplatz 2. Stadthalterplatz 2. Oh, wir haben gleich mal zweimal die Haltestelle. Warum nicht, ne? Ey, ganz ehrlich, wer steigt denn jetzt bitte hier nochmal aus? Ey, wirklich jetzt? 4 Personen? Seid ihr zu faul, irgendwie dort drüben auszusteigen oder was? Naja. Rätsel. Diese Omsi-Menschen. Echt ein Rätsel. So. Dann nehme ich an, wollen wir jetzt irgendwie rechts rum?
Also, die Ampel gilt, nehme ich mal an, auch für uns, oder? Ja, nehme ich an. So, einmal rechts rum, ja. Oh, jetzt sieht man schon, das wird witzig jetzt. Erstmal schön die komplette Straße so hochfahren. Ich kann mich aber gar nicht daran erinnern, dass wir so weit hochgefahren sind. Egal. Hoffentlich wird uns jetzt das Scheiß kommen sie nicht ab. Das wäre richtig bitter. Übrigens, was mir gerade so auffällt, das finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht von den Entwicklern. Hier rechts und links einfach mal so unter das Haus so eine Steinmauer gesetzt, so als Sockel für das Haus. Das sieht ziemlich real aus. Also das haben sie gut gemacht. Das gefällt mir. Boah, geil. Geil, geil, geil. Und damit sozusagen willkommen zurück. Ja, nach diesem kurzen Cut sozusagen. Wir hatten ganz großes Glück. Also ich hatte ganz großes Glück gerade, und zwar ist mir um sie eiskalt mal abgeschmiert, ne? Also typisch sozusagen. Ja, also jetzt dürfen wir hier nochmal die Straße hochfahren. Jetzt machen wir aber nicht den Fehler und zoomen da so. Jetzt fahren wir hier ganz normal und ganz geschmeidig einfach mal hoch. So. Und hoffen jetzt einfach mal das Beste, dass dieses Mal um sie nicht abschmiert. Genau, hier haben wir das letzte Mal ungefähr gestanden. Also, na gut, nee, war sogar... Achso, da sind wir jetzt inzwischen sogar dran vorbei. Okay, gut, also haben wir es hoffentlich geschafft. Ja, fast sind wir den Hügel rauf. Und... nee, oder? Das kann jetzt aber nicht wahr sein. Ich bin hier ohne Witz schon mal lang gefahren. Vorhin. Nachdem hier die Aufnahme abgeschmiert ist. Ey, das kann doch jetzt nicht. Jetzt fehlt die Map. Alles klar. Gut, also, wir hätten noch eine Station hätten wir noch vor uns. Also gut, wir sagen jetzt einfach, die eine Station schenken wir uns. Wir wären damit am Ende. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen irgendwie. Ein bisschen vielleicht. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Vergesst nicht mehr Wünsche in die Kommentare zu schreiben. Nein, ich weiß, ich bettel schon förmlich drum. Ja, ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.